Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem neuen Tagesimpuls für heute, für Donnerstag, den 17.09.2020. Kleiner Hinweis, heute ist auch Neumond in der Jungfrau. Neumond wisst ihr ja schon von mir, Neumond macht vieles, nicht alles, aber das, was man sich gerne wünscht, auch neu. Da wir jetzt aber beim Tagesimpuls sind, bitte ich euch, wenn es euch mehr interessiert, dann googelt es einfach heute. Also wie gesagt, heute ist Neumond in der Jungfrau und bietet euch mit Sicherheit auch nochmal Optionen für Neugestaltung, für Loslassen und. Also schaut mal nach, googelt mal, fragt mal Mr. oder Mrs. Google. Wir sind aber heute bei unseren Drachenbotschaften, wie donnerstags ja immer. Ich habe 3 Karten für euch gezogen, die erste, zweite oder dritte Karte. Je nachdem, welche du haben möchtest, entscheide dich bitte aus dem Bauch heraus und nicht mit dem Verstand. Natürlich dürfen es auch 2 oder 3 Botschaften sein, so wie du es gerne möchtest. Ich starte mit der ersten Drachenbotschaft und ich zeige euch erst die Karte, wie immer. Grüner Drache, hilf dir, dich auf die Geheimnisse der Natur einzustimmen. Empfange Antworten und Anleitung aus der Natur. Richte dich an deinen göttlichen Wesen aus. Ja, und wenn du heute etwas Zeit hast, dann sagte die Karte ganz klar, geh raus, geh in die Natur, versuch in der Natur Kräfte zu sammeln, versuch Energie zu tanken, versuch deinen Gedanken einfach freien Lauf mal zu lassen, lass dich inspirieren. Wenn ich spazieren gehe, versuche ich immer den Kopf in Anführungsstrichen auszuschalten. Und trotzdem denke ich ganz viel nach und es kommt wirklich ganz, ganz viel hoch und es kommt von rechts und von links und manchmal kann ich das gar nicht so schnell alles sortieren und deswegen muss ich gerade schmunzeln, den Kopf ausschalten. Das ist dann natürlich nicht unbedingt der Fall, aber für mich ist das einfach nicht ganz spezifisch an etwas zu denken, sondern ich lasse einfach meinen Gedanken einfach freien Lauf und da kommt so viel hoch und dann merke ich einfach, wie auch manches Puzzle sich so zusammensteckt oder wo ich Lösungen einfach auch finde oder die gar nicht, worüber ich halt nicht nachgedacht habe, die kommen dann so als Impulse. Und das ist so, wenn man draußen ist und wirklich da, ja, auch in seiner Mitte ist, ne? Also wenn ihr das auch gerne mögt, dann macht das. Geht heute, weil es ist ein ganz, ganz starker Impuls. Geh heute raus und vielleicht suchst du nach Antworten, vielleicht brauchst du auch dringend Antworten, um Entscheidungen zu treffen. Und glaub mir, wenn du rausgehst und dich wirklich mal nicht mit irgendwelchen anderen Themen beschäftigst und dich darauf konzentrierst, wofür du dann vielleicht auch die Antwort benötigst, dann wirst du die in der Natur finden, du wirst Impulse bekommen, du wirst Wege, mögliche Schritte vielleicht auch bekommen, weil hier steht ja auch Anleitung aus der Natur. Also das heißt ja nicht, dass du unbedingt in der Natur irgendwas erkennen kannst, wie du etwas vollbringen kannst oder wie du zum Ziel kommst, aber nein, für dich einfach bekommst du diese Impulse, das ist wirklich, das ist faszinierend. Das ist aber bei mir ähnlich auch, wenn ich mit der Bahn fahre, wenn ich dann länger fahre und im Zug sitze, ich gucke einfach raus, ich brauche da meinen Fensterplatz, entgegengesetzt zum Flugzeug, da muss ich immer den Gangplatz haben, aber gut, ist auch ein anderes Thema. Aber in der Bahn, dann versuche ich immer einen Platz am Fenster zu bekommen und dann gucke ich einfach raus, Stunden. Ich lese manchmal gar nicht oder mache auch nichts, ne, obwohl ich arbeiten müsste, aber ich gucke einfach raus und lasse meine Gedanken freien Lauf und ich bekomme so ganz meine Gedanken freien Lauf, man, schon schwierig, die deutsche Sprache hier. Und dann kommen mir so viele Gedanken und dann versuche ich die zu sortieren. Manchmal schreibe ich sie mir auch auf, das ist vielleicht auch nochmal so ein Impuls. Aber hier geht es heute darum, dass du rausgehen sollst, ne? Neue Kräfte, neue Energie tanken für etwas, was du vollbringen sollst vielleicht wirklich. Und ich denke, es gibt in deinem Leben Bereiche, wo du gerne Antworten hättest. Und das bekommst du jetzt auch wirklich von der Natur, von draußen, wenn du dem dich auch hergibst. Ne? Das hört sich zwar jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist einfach so, wenn du wirklich nur du selbst dann bist, wenn du draußen bist und auch nicht telefonierst oder irgendwie dich mit Musik ablenkst, sondern wirklich einfach auf diesen Spaziergang, auf diese Natur konzentrierst, sei es aufs Vögel zwitschern oder einfach ein bisschen schauen und so, und dann kommen die Gedanken und diese Impulse und diese Antworten kommen dann wirklich von alleine. Versuch's einfach mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ereignisreichen und antwortreichen Tag vor allen Dingen. So, dann schauen wir uns die zweite Botschaft an. Was haben wir da? Ich zeige euch erst wieder mal die Karte. Orange-goldener Drache von Arcturus. Mach dich offen für das Wissen um das neue goldene Zeitalter. Trage die Energie der Zukunft in dir. Sei ein Leitbild. Oh.
Das ist ja schon was sehr Anspruchsvolles für heute, ne? Wenn du heute so, ja, ich sag mal, so eine Art Vorbildfunktion auch sein sollst, ne? Leitbild, sei ein Leitbild, sei ein Führer. Und da muss nicht immer Anführer mit gemeint werden. Das ist einfach ein Meinungsbildner, ein Spezialist, wo die anderen Menschen drauf vertrauen. Das ist doch schön, wenn auch genauso wie Kinder ihren Eltern auch vertrauen und ja, den Weg mit den Eltern gehen und daraus lernen. Das gibt es auch bei dir, ne? Es gibt Menschen, die das auch wirklich wertschätzen, und sei dann auch ein Leitbild, ne? Und mach dich auch offen für neues Wissen, ne? Bleib nicht in der Stagnation. Auch wir müssen jeden Tag, das heißt müssen, aber wir lernen jeden Tag dazu. Und ich finde auch, ja doch, ich möchte schon betonen, wir müssen auch dazu lernen. Wenn wir wirklich jetzt einen, ja, ich sag mal, den Stand noch vom Teenageralter hätten, dann wären wir nicht weiter gewachsen, dann hätten wir im Leben auch nichts verändern können, da hätten wir auch nicht selbst über uns lernen können, über unser Innerstes, ne? Wenn wir nicht mal reflektieren, wenn wir nicht mal in uns schauen und auch schauen, was im Außen passiert, auch mit uns, ne, im Außen, oder wie wir halt ankommen. Und umso weiter wir gehen, auch mit dem goldenen Zeitalter, wie es auch hier so schön steht, ich sage es euch ja auch immer wieder, wir erleben dieses Jahr unheimlich viele Veränderungsprozesse und wir gehen immer weiter, Stück für Stück, und ja, nur Ego in der Welt, das wird nicht mehr funktionieren, ne? Jeder muss, und da betone ich auch wieder, muss dazu seinen Teil beitragen, um sich ein bisschen zu öffnen und sich auch zu informieren, auch, ich sage jetzt wirklich, auch mit anderen Menschen zu lernen, umzugehen und diese auch zu respektieren mit ihren eigenen Stärken und Verbesserungspotenzial, ne? Das ist auch eine Herausforderung, aber wie ich das immer so oft auch sage, wie viel ist es, oder nicht wie viel, sondern doch wie viel, macht allein die Liebe aus, ne? Wenn wir eine Selbstliebe auch für uns haben, das ist natürlich in oberster Stelle auch ganz, ganz wichtig, dann können wir dazu beitragen, dass wir auch wirklich, ja, mit diesem Neuzeitwissen oder goldene Zeitalter, wo wir auch hingehen und immer mehr in diese, ja, Gemeinschaft gehen, in diese, ja, auch Vereinigung, und immer mehr in diese Offenheit, ins Wir-Gefühl und nicht nur immer Ellenbogen denken und ich, dann können wir auch viel mehr auch dieses Leitbild sein, auch diese Vorbildfunktion auch leben und gar nicht in dem Sinne leben, weil wir es müssen, weil wir vielleicht eine Führungskraft sind im Job, sondern deswegen, weil wir es aus dem Herzen heraus sehr gerne leben, dass wir gerne unterstützen, sehr gerne helfen, unser Wissen auch weitergeben, uns weiter aber auch bilden, um halt neues Wissen auch wirklich zu kreieren und neue Möglichkeiten daran auch zu sehen. Und das ist heute so dein Impuls, dass du dich da weiter öffnest und lerne weiter und versuch weiter immer mehr auch dieses Leitbild auch zu sein, ne? Das Leitbild hört sich für mich jetzt, also ich finde Vorbild immer viel schöner, oder Meinungsbildner oder Spezialist, einfach ein Mensch, der etwas zu sagen hat, zu zeigen hat, was andere toll finden und was auch wirklich der Menschheit auch dient, und das alles natürlich in Liebe und von Herzen her und nicht, ich sage jetzt mal, irgendwie mit Korruption oder mit Manipulation. Sowas meine ich absolut nicht, sondern wirklich aus dem tiefsten Herzen heraus. So, und dann schauen wir uns noch die dritte Botschaft an für heute. Ich zeige euch wieder die Karte, wie immer. Thors rot-schwarz-goldener Drache schützt dich in Zeiten des Wandels. Eine Zeit des schnellen Übergangs und der Transformation. Entspanne dich, du bist in Sicherheit. Und ich habe gerade noch so viel zur zweiten Karte auch gesagt, dass wir so in Veränderungsprozessen sind. Ich meine, wir haben durch die herausfordernde Zeit haben wir sehr viel erlebt und viel meistern müssen, viel Traurigkeit mit Sicherheit auch gehabt. Und noch ist es lange nicht vorbei und noch hindern uns viele, viele Dinge und Situationen und auch auf der Arbeit mit Sicherheit. Und das Leben kann nicht so weitergehen, wie es mal, ich sage jetzt mal, im Januar noch gewesen ist. Wir gehen jetzt einen ganz anderen Weg. Wir gehen aber auch meiner Meinung nach immer mehr einen liebevolleren Weg. Und das ist auch ganz schön zu sehen, dass wir, was wir auch unbedingt müssen, wir sind in diesem Veränderungsprozess. Und hier ist es ganz klar, durch diesen ganzen, ja, ich sag mal, durch die ganzen Prozesse, durch diesen Stress, vielleicht hattest du in der herausfordernden Zeit auch wirklich viele Krisen, weil einfach so viel Stagnation da war, sei es auch finanziell, sei es auch Probleme in Partnerschaft mit den Kindern und. Oder auch mit Familienmitgliedern, die man nicht besuchen durfte, ne? Wenn es auch vielleicht Ältere waren, wo man wirklich, ja, vielleicht hätte man helfen wollen, was man aber ja nicht durfte. Und
Vielleicht hat man auch ganz, ganz viel in der Zeit gegeben. Man hatte nicht nur dieses ganzen Stress auch, ich sage jetzt mal den seelischen Stress, der ja schon groß genug sein kann, aber auch diesen ausführenden Stress, ne, dass man vielleicht noch mal einen anderen Job angenommen hat oder jetzt nach, ich sage jetzt mal nach der herausfordernden Zeit, wir sind noch nicht nach, aber wir gehen ja immer weiter und das ist ja auch gut so und es wird immer besser und es gibt auch wieder neue Möglichkeiten, neue Chancen auch für Jobs und. Also es geht ja wieder vorwärts, was ja ganz, ganz toll ist und was auch so sein muss. Ne? Also wenn man die Wirtschaft uns ansehen, gut, da brauchen wir jetzt nicht zu philosophieren. Aber hier ist halt wirklich auch mal ein Appell an dich, dass du bist jetzt geschützt, du hast jetzt wirklich viel getan, du hast viel in die Wege geleitet und du kannst jetzt auch mal wieder ausatmen. Ne? Versuch dir auch mal zwischendurch diese Ruhe zu gönnen und du bist wirklich, ja, eine Zeit des schnellen Übergangs, eine Transformation, die ist halt passiert und du hast dich gewandelt, du hast dich transformiert, weil du einfach so viel Gas gegeben hast und alles versucht hast, auch zu managen, zu machen, zu tun und trotzdem auch vielleicht auch den, ich sage jetzt mal, den älteren Familienmitgliedern durch Anrufe zur Seite gestanden hast und dann jetzt alles machst und tust, was noch letztendlich auch in deiner Macht steht. Aber ich glaube oder ich fühle es so, dass die Karte dir ganz klar sagen soll, du bist jetzt geschützt und jetzt bist du wieder dran und versuch ein bisschen runterzufahren. Du bist in Sicherheit, entspanne dich, ne? Atme wieder aus und vertraue auch ein bisschen. Ihr wisst, ich sage immer, bodenständig und realistisch bleiben, ganz, ganz klar. Aber diese Karte ist für mich so eine Signalkarte. Du hast sehr, sehr viel getan, gemacht und gegeben vor allen Dingen auch. Und jetzt wirklich, jetzt mal einen Schritt mal nach, ne? Also sag mal so innehalten, vielleicht mal ein bisschen mehr durchatmen, sich schöne Momente gönnen, mal genießen und wirklich auch mal an sich denken. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Denkt dran, der Neumond in der Jungfrau ist heute. Falls ihr Informationen dazu haben möchtet, dann googelt die mal. Wie gesagt, Neumond ist immer auch mit Neuanfang, deswegen finde ich den auch sehr, sehr wichtig. Okay, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns morgen am Freitag hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.